lebhafter Ländervergleich beim 24. Internationalen Wassercup. Die Berliner Wasserratten bringen Vereine aus ganz Deutschland und aus Polen zusammen, um sich in einer einzigartigen Atmosphäre zu messen. Vor allem also hier in der Halle die 50-Meter-Bahn und einfach das Gefühl hier, weil es so groß ist, so viele Zuschauer sind. Für viele junge Schwimmer bietet der Cup die Möglichkeit, sich deutschlandweit zu messen und sich optimal für die Qualifikation vorbereiten zu können. So auch für die Kaderschwimmerin Clara Sophie Beierling. Das ist jetzt erstmal nur so ein Schritt, um zu schauen, wo ich stehe und um zu gucken, was ich beim Training jetzt explizit machen kann, damit ich halt zu den Quali-Zeitraum schnell bin. Doch auch für den Nachwuchs aus Mecklenburg-Vorpommern ist der Wettkampf wichtig, um sich gegen Vereine aus anderen Bundesländern behaupten zu können. Der Wettkampf war für uns von dem V gut, weil wir uns dann sozusagen einfach mit anderen Sportlern aus Berlin, aus Brandenburg messen können, um zu gucken, wie ist unser sozusagen aktueller Stand unserer Sportler im Vergleich zu den anderen. Mit über 400 Teilnehmern ist der Wassercup ein Muss für viele Teams geworden. Da nimmt man auch gerne mal eine längere Anreise auf sich. Wenn wir in Greifswald oder in MV generell einen Wettkampf veranstalten, dann sind in meinem Jahrgang 2 oder 3 Leute. Und dann ist die Konkurrenz natürlich relativ gering, aber hier ist das Feld halt viel größer und es macht mehr Spaß, wenn man viel mehr Konkurrenz hat. Und es ist einfach, ja, das Feeling ist einfach ein anderes. Das besondere Feeling kommt durch die starke Unterstützung der Vereine, die die Nachwuchsschwimmer zu Bestleistungen antreibt und den 24. Internationalen Wassercup zu einem lebhaften Ländervergleich macht.